Schwere, dunkle Wolken türmten sich über dem sonst so beschaulichen Vordernberg. Ein Sommergewitter hieß es. Ein kurzer Schauer. Doch der Wind erzählte eine andere Geschichte, peitschte mit unnatürlicher Heftigkeit durch die Bäume. Dann setzte der Regen ein. Kein sanfter Nieselregen, sondern ein erbarmungsloser Sturzbach, der auf die Erde hämmerte, die Gosse überflutete und Straßen in reißende Ströme verwandelte. Mit Einbruch der Dunkelheit gewann der Sturm an Intensität. Blitze zuckten, tauchten die Stadt in einen unheimlichen, flackernden Schein. Donner grollte, ließ den Boden erzittern. Es war eine Nacht mit unerbittlichem Wetter, wie es selbst die Mutigsten beunruhigte. Die Menschen in Vordernberg, gewohnt an die Launen des Bergwetters, blickten aus ihren Fenstern. Ein Gefühl der Beklemmung machte sich breit. Keiner ahnte, dass dies kein gewöhnlicher Sturm war. Dies war eine Nacht, die ihre Widerstandsfähigkeit auf die Probe stellen sollte. Eine Nacht, die sich in das Gedächtnis der Stadt einprägen würde. Dies war die Nacht, in der der Berg brüllte. Der unaufhaltsame Regen verwandelte die sonst so friedlichen Bäche und Gräben, die die Berge rund um Vordernberg durchzogen, in reißende Ströme. Mit alarmierender Geschwindigkeit stieg das Wasser und trug eine tödliche Fracht aus Schlamm, Geröll und entwurzelten Bäumen mit sich. In den Tälern traten die Fluten über die Ufer, überschwemmten Felder und näherten sich den Häusern. Straßen wurden zu tückischen Wasserwegen, der Asphalt verschwand unter einer aufgewühlten, schlammigen Strömung. Die Abwasserkanäle, von den Wassermassen überwältigt, wurden unbrauchbar und spuckten Fontänen auf die Straßen. Panik machte sich in der Stadt breit, als das wahre Ausmaß der Zerstörungswut des Sturms deutlich wurde. Die vertrauten Geräusche eines sommerlichen Regengusses wurden abgelöst vom Tosen der Wassermassen und dem Krachen von Trümmern. Die Luft knisterte vor Spannung, unterbrochen vom panischen Piepsen von Autoalarmen und dem fernen Heulen von Sirenen. Angst, kalt und unerbittlich, kroch in die Herzen der Stadtbewohner. Im Feuerwehrhaus Vordernberg standen die Telefone nicht mehr still. Verzweifelte Hilferufe gingen ein. Jeder Einzelne zeichnete ein Bild des sich entfaltenden Chaos. Keller liefen voll, Straßen verschwanden unter den Wassermassen und Familien waren in ihren Häusern eingeschlossen. Die freiwilligen Feuerwehrleute, von denen viele selbst von ihren Familien getrennt und deren Häuser überschwemmt waren, machten sich mit geübter Routine an die Arbeit. Sie legten ihre Ausrüstung an und versammelten sich im Feuerwehrhaus. Die Luft war dick vom Geruch nach nasser Wolle und dem leisen Murmeln der Entschlossenheit. Draußen tobte der Sturm weiter, gleichgültig gegenüber dem menschlichen Drama, das sich in seinem Griff abspielte. Doch im Inneren des Feuerwehrhauses braute sich ein Sturm anderer Art zusammen. Ein Sturm der Courage, der Hilfsbereitschaft und der unerschütterlichen Pflichterfüllung. Diese mutigen Männer und Frauen waren der schmale Grat zwischen Ordnung und Chaos, die letzte Bastion der Hoffnung für eine Stadt im Würgegriff einer Naturkatastrophe. Heute Nacht sollten sie vor ihrer größten Herausforderung stehen. Motorengeheul erfüllte die Nacht, als die Feuerwehrwagen mit blinkenden Lichtern und heulenden Sirenen durch den prasselnden Regen fuhren. In jedem Fahrzeug saß eine Mannschaft entschlossener Männer und Frauen, ihre Gesichter ernst, aber entschlossen. Ihre oberste Priorität war es, die Menschen zu erreichen, die sich in unmittelbarer Gefahr befanden. Häuser, die von den Wassermassen bedroht waren, Familien, die von der Flut eingeschlossen waren. Abschnitt 5. Gefangen im Schlamm. Auf der B-115, der Hauptverkehrsader von und nach Vordernberg, spielte sich ein Bild des Grauens ab. Der unablässige Regen hatte einen gewaltigen Erdrutsch ausgelöst. Eine Flut aus Erde und Gestein, die mit furchterregender Geschwindigkeit den Berghang hinunterdonnerte. Die Schlammlawine traf auf die Straße und riss alles mit sich, was ihr in den Weg kam. Autos, völlig überrascht, wurden wie Spielzeug beiseite gefegt. Ihre Metallrahmen hatten der rohen Gewalt der entfesselten Natur nichts entgegenzusetzen. 7 Fahrzeuge,
ihre Insassen in Dunkelheit und Schrecken getaucht, wurden in einem Meer aus dickem, erstickendem Schlamm begraben. Die Insassen der eingeschlossenen Fahrzeuge fanden sich in einem Albtraum wieder. In Dunkelheit getaucht, die Luft dick vom Geruch nach Schlamm und Benzin, saßen sie in der Falle. Ihre Fahrzeuge wurden langsam von dem unaufhaltsamen Schlamm verschluckt. Panik machte sich breit, geschürt von der klaustrophobischen Dunkelheit und dem unablässigen Trommeln des Regens auf ihre Metallgefängnisse. Die Hoffnung auf Entkommen schien mit jedem Moment zu schwinden. Abschnitt 6. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Nachricht von dem Erdrutsch erreichte das Feuerwehrhaus Vordernberg. Der Ernst der Lage war sofort klar. Dies war ein verzweifelter Kampf gegen die Zeit und die Kräfte der Natur. Dies war eine Rettungsaktion, wie sie noch nie zuvor erlebt hatten. Aber dies waren die Feuerwehrleute von Vordernberg. Der Wettlauf gegen die Zeit hatte begonnen. Abschnitt 7. Die Gemeinde hilft zusammen. Die Nachricht von dem Erdrutsch verbreitete sich in Vordernberg wie ein Lauffeuer. Der anfängliche Schock wich schnell einer Welle der Besorgnis und dem Wunsch zu helfen. Dies war eine Gemeinschaft, in der man zusammenhielt. Baufirmen schickten schweres Gerät, um bei der Beseitigung des Schlamms zu helfen. Sogar einfache Bürger, bewaffnet mit Schaufeln und Eimern, strömten zum Ort des Geschehens. Angesichts der Tragödie war die Gemeinde von Vordernberg zusammengerückt. Abschnitt 8. Die Folgen. Als die Morgendämmerung über Vordernberg anbrach, wurde das wahre Ausmaß des Erdrutsches erschreckend deutlich. Die Straße war unter Tonnen von Schlamm und Geröll begraben. Die Autos lagen zerbeult und verdreht da. Die B115 war auf unbestimmte Zeit gesperrt. Die Räumung und Reparatur würden lange dauern, doch es gab auch einen Hoffnungsschimmer. Alle 7 Menschen wurden lebend gerettet. Der Weg zurück zur Normalität würde lang sein. Abschnitt 9. Ein Beweis für Mut und Zusammenarbeit. Die Ereignisse dieser stürmischen Nacht in Vordernberg waren ein eindrucksvoller Beweis für den Mut, die Entschlossenheit und den ungebrochenen Geist einer kleinen Stadt, die mit einer überwältigenden Naturkatastrophe konfrontiert war. Die Feuerwehrleute von Vordernberg, die vor unvorstellbaren Herausforderungen standen, hatten ihr eigenes Leben riskiert, um andere zu retten. Ihr Handeln verkörperte den wahren Kern des Heldentums. Auch die Gemeinde war der Situation gewachsen und stellte die wahre Bedeutung von Solidarität und Mitgefühl unter Beweis. Nachbarn halfen Nachbarn, Unternehmen stellten ihre Ressourcen zur Verfügung und einfache Bürger arbeiteten unermüdlich an der Seite der Feuerwehrleute. Diese Akte der Freundlichkeit und Selbstlosigkeit waren ein Leuchtfeuer der Hoffnung in der Dunkelheit, ein Beweis für die ungebrochene Stärke des menschlichen Geistes. Der Erdrutsch hatte Vordernberg auf die Probe gestellt und an den Rand des Abgrunds gedrängt. Aber er hatte auch den wahren Charakter der Stadt offenbart. Einen Charakter, der von Widerstandsfähigkeit, Mut und einem unerschütterlichen Zusammenhalt geprägt ist. Abschnitt 10. Vorbereitung auf die Zukunft. Der Erdrutsch in Vordernberg war eine eindringliche Mahnung an die unberechenbare Gewalt der Natur und die Bedeutung der Vorbereitung auf solche unvorhergesehenen Ereignisse. Er verdeutlichte die Notwendigkeit robuster Katastrophenschutzpläne, effektiver Kommunikationssysteme und kontinuierlicher Aufklärung und Schulung der Bevölkerung. Nach der Katastrophe begann die Stadt Vordernberg mit Unterstützung regionaler und nationaler Behörden eine umfassende Überprüfung ihrer Notfallpläne. Ziel war es, aus den Erfahrungen zu lernen, Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Stadt für zukünftige Herausforderungen besser gerüstet ist. Der Erdrutsch war eine Tragödie gewesen, eine deutliche Erinnerung an die zerstörerischen Kräfte, die die Natur entfesseln kann. Aber er war auch ein Katalysator für Veränderungen, ein Weckruf, der die Gemeinde zum Handeln veranlasste und sicherstellte, dass sie der Zukunft stärker und geeinter denn je begegnen würde.